Marvin7766, danke für dein Follow. Das ist eine schöne Begrüßung. Ich komme aus der Pause wieder und kriege erstmal ein Follow rein. Ich gehe erstmal in die Mine runter. Ja, ja. Das da brauche ich jetzt. Kann ja jetzt dank Ike ein bisschen besser fahren. Okay, ich habe 4 Stacks und 15 Bücher. Ich habe 4 Stacks und 60 Bücher tatsächlich. Ich hatte noch welche in den Kisten. Oh, ist das angenehm mit einer Diopicke. Vor allem, wenn Efficiency drauf ist. Wenn du da noch Lack drauf hast, na dann. Ich habe Unbreaking 1 und Efficiency 1. Geht doch auch noch. Achso, ich muss mein Zeug reparieren. Ah, Golem! Ah! Was hast du hier mitgebracht? Was? Vom Tower ist ein Golem! Hab ich nicht gesehen. Ja, vor allem, der hittet ihn durch die Mauer durch. Das ist scheiße. Wie mach ich denn den jetzt weg? Scheiße. Ich wollte Holz farmen. Sag mir schon, wenn du Hilfe brauchst, dann muss ich zurückkommen. Aber ich habe den echt nicht gesehen. Der hätte mich ja eigentlich angegriffen. Eigentlich schon. Okay, weißt du was? Das Eisenschwert ist jetzt Reserve. Wir haben jetzt ein Dierschwert. Das muss jetzt so sein. Alter, da kam auf einmal so ein Viech um der Ecke. Holy shit! Wo sind. Da sind die Sticks. Wo ist das Sharpness-Buch? Da. Ich hab auch irgendeine Verzauberungsbuch gefunden, aber. Eine ganz kuriose Verzauberung. Braustände habe ich mittlerweile auch schon 3 Stück. Angeln wollte ich eigentlich. Das ist ja auch noch eine Quest. Ich werde definitiv doch in dem Tower hier bleiben. Ich muss nur die Umgebung anpassen. Ich wollte mir da oben so eine Art Burgfried aufbauen. Ja, jeder wie er es gern hat. Und jeder wie er es kann. So, ich habe jetzt... es gibt Weinmeiner. Was? Als Verzauberung. Ah, okay. Hast du die? Hätte ich mir gerade auf eine Iron Picke knallen können. Machst du aber, glaube ich, nicht. Nee. Das. Nicht Iron Picke, Iron Axt. Eisenaxt, so. Ach, nee. Unbreaking 1, Sharpness 2, fehlen mir noch 3 Level. Nee, dann lassen wir das noch offen. Dann kommt das erstmal wieder da rein. Das auch. Die Bücher klatsche ich jetzt erstmal da mit rein. So, wo ist er denn? Kann es sein, dass die Tiere XP fallen lassen? Ich habe irgendwie immer XP bei den Hühnern drin. Was? Ja? Das Golem! Wie kann man das Vieh übersehen? Komm! Gut. Alter, ich bin 10 Blöcke weg und der hittet mich. Ich weiß gar nicht, Mob Griefing? Ich habe das nicht ausgestellt, aber das ist aus. Der würde alles kaputt machen. Und der Sport Baby Zombies. Oh, leck mich am Arsch. Oh, leck mich. Das ist ein Bär.
Den will ich haben. Auf dem will ich reiten. Ich reite. Das ist ein Golem. Golem. Ah. Nicht Golem. Golem oder Gollum. Das ist einfach nur ein Mutanten-Zombie, steht da. Ja. Aber wusste ich nicht, was du damit meinst. Ja doch, das Ding habe ich gesehen. Das habe ich auch geklatscht, eins von denen. Und dann sind halt zwei rausgeploppt. Mhm, okay. Und dann hatte ich keine Lust mehr. Ich weiß, wo deine Base ist, Darko. Den hast du mit zu mir gebracht. Ja, kann gut was sein. Komm, Boot. Komm zu Darko, komm. Nee. Komm, Boot. Sei froh, dass Mob Griefing aus ist, der würde dir deine Mauer einreißen. Komm, Boot. Ja, nur noch hier hoch, komm. Ja, und ich bin weg, der legt drauf immer einen Zahn zu. Ich verstehe das nicht. Wie macht man das mit den Herzcontainern? Die waren doch normalerweise rechtsklicken, oder? Die Heart Crystals? Ja. Das ist, ich glaube, die kannst du nur essen, wenn dir Leben fehlt. Hi, komm mal hoch, komm. Komm. Ach, du kommst nie bei zwei Blöcken hoch. Genau, so lag der dann da. Und dann ist auf einmal aus einem zwei geworden. Weil er noch nie tot war. Ja, jetzt legt er sich wieder. Dahin. Hallkammer! Darko, komm mal her. Du fieses. Ich bin unter dir. Hä? Da. Oh, jetzt zieht der nicht ab. 9 Attack Damage, 1 Attack Speed. Fies, da klaut er mir meinen Mob. Den hast du zu mir gelotst. Ja, nachdem ich ihn gekillt habe und es nichts passiert ist. Hä, aber es funktioniert immer noch nicht. Increase Maximum Health. Steht doch. Hm. Wer weiß. Ja. Das stimmt, du hast jetzt auch so ein Herz. Ich habe schon 4 Stück. Was haben wir denn hier alles? Nicht viel. Ja. Hier, ich schenke dir 2 Rottenfleisch. Mehr kriegst du nicht. Mit Öfen kann man es aber auch übertreiben. Da hinten ist eine Sau. Der Partner davon fehlt schon. Bleibst du stehen? Hier wieder kein Leder rausgekommen. Jetzt töte ich den Bären. Achso, was ich sagen wollte bei Assassin's Creed, weil Haller reite ich nämlich auf den Bären. Ich habe mein Pferd gegen einen Bären ausgetauscht. Den habe ich im Pariser DLC gekriegt. War schon fetzig. Aber ich krieg kein Leder aus den Tieren. Gerade auch nicht mehr. Lol. So, und jetzt Plot Twist. Du hast das Leder nicht aus dem Tier gekriegt, sondern aus einer Kiste. Ja, nicht, dass ich wüsste. Ich hab Knochenblöcke. Ja, da hinten ist ein ganzes Gebiet davon. Ja, da bin ich gerade. Okay, beim allen Gebiet voll mit Antilopen. Ja, die bringen dir aber auch nie wirklich was. Ja, essen. Wow. das kann erstmal weg. Heilkammer. Okay, der ist besser als mein Dierschwert. Und das hat Sharpness 1 drauf. Werde ich mal behalten, würde ich sagen.
Was ich... ist ein komisches, blaues, fliegendes Skelett-Ding? Weiß ich nicht. Oh, wir müssen... Man kann einen Trident craften. Aus 3 Dia-Schwertern. Okay. Ja. Und nein. Das wollte ich nicht. Ich wollte gucken, kann man das? Die kann man nicht. Ich brauche Leder, es geht nicht. Ich muss auf Suche gehen. Und es, ja, ich nehme mir mal vorsichtshalber ein paar Fackeln mit. Ich habe nur noch eine. Fetch the Sage Souls, was? Ich bin gerade sehr beschäftigt. Ich hör's. Das Ding ist scheiße stark. Ja, dann klatsch es um. Nee! Ah, meine Ohren. Ein Golem reicht. 2 sind zu viel. Ey! Ich muss mir hier eine Vogelscheuche aufbauen! Wegen den Raben? Ja, die klauen mir die Seeds aus der Erde! Die Schweinebacken! Oder war das jetzt wegen dem Weins? Egal. Ich kann noch ein bisschen Brot und ein paar Kartoffeln machen. Machen wir auch gleich. Gebackene Potatoes. So. Karotten, nee, lasse ich mal hier. Beeilt, bei dir sind nochmal 2 von den Dingen. Was, von den Hulk-Smashern? Ja. Sieht die überall aus nach der Wüste. Tatsache, da sind sie. Aber die haben eine gute Range, wenn die einzählen. Ich bin in der Luft gestorben. Apropos gestorben, ich kämpfe auch gerade ziemlich unter Stress. Darko, ich bin fucking auf Höhe 81 gestorben. Wie warst du da oben? Der hat mich hochgebaut und in der Luft gekillt. Mehr sage ich nicht dazu. Oh, Quest of Food. Oh, Leute, mir reicht jetzt langsam. Oh fuck. Geht das? Das Mami? Geht natürlich nicht. Jetzt habe ich den Shit hier bei mir. Shitterino. Ich brauche definitiv eine Base, die safe ist. Okay. Hinter dir. Ja, und? Vor mir! Über mir! Überall! Hier sind 3 von den Teilen. Oh, scheiße. 4! 5! Alter, das ist ja schlimmer. Das ist schlimmer als Bloodmoon. Jetzt stell mal vor, Bloodmoon wäre noch mit drauf. Und die Viecher würden da spawnen. Alter, ist das stressig. Ich will einfach nur zu meinem scheiß Grab. Die spawnen halt wirklich auch normale Zombies. Und vor allem alle bei mir an der Base. Bist wahrscheinlich länger hier als ich, darum. Also, nicht, du bist nicht wahrscheinlich länger hier, du bist länger hier vielleicht, deswegen. Ich muss mich erstmal zu meinem Grab bauen. Und das sieht sowas von kacke aus, was ich hier gerade mache. Och nein, Darko, ich brauche mal deine Hilfe. Du müsstest die Viecher mal ablenken. Ich komme hier nicht runter. Nein, ich bin unten. Der hat mich runtergeworfen. Was hast du denn da für eine Kolonne? Ja, du bist bei mir an der Base lang gerannt. Die sind auch dank dir da, Darko. Ich habe hier aber bei mir gerade selbst Probleme.
Alter, ich brauche eine Base, eine Safe Base. Es geht nicht anders. Ich brauche Essen. Es ist eine Quest, dass du sogar Essen anpflanzt. Hast du es noch nicht gemacht? Ich habe dein Essen abgebaut. Wasch! Na, aber selbst die Ho-Di-Quest, die habe ich noch nicht mal gemacht. Oh, jetzt sind die bei meinen Tieren drin, ernsthaft? Aber nur zwei Zombies. Drei, vier. Also, für wenigstens wo das meine Base sicher ist. Ja, meine jetzt auch. Ich bin nämlich oben drauf. Ich feier diese Dinger zum Hochteil. Sowas wäre für deine Base eigentlich gut, damit kannst du dich über die Mauer machen. Okay, da ist ein Golem gespawnt gerade. Und du meintest, die verschwinden nicht bei Tag. Die Mobs verschwinden nicht bei Tag, nein. Hm. Oh, da ist der zweite Golem gespawnt. Schön. Hä? Ich habe einen Teil meiner Ausrüstung behalten. Sehe ich gerade. Ach nee, ich habe das Ding ja schon abgebaut. Oh, ich kann in die Stadt gehen ohne Probleme. Hey Darko, mit den Beacons kannst du auch nach unten gehen. Okay, ist wie ein Fahrstuhl. Ja, ich weiß, wie ich jetzt immer auf meine Base komme. Also Darko, ich bin erstmal raus. Oh, ich komme, wenn Tag ist, wieder in meine Base. Ich muss erstmal gucken, dass ich irgendwo Leder herbekomme. Irgendwie gerade noch die Hoffnung, dass das ein Mob droppt. Ach nö, da kommen immer mehr. Ja, viel Spaß. Ich bin erstmal wieder in der Stadt. Oh. Sprucewood. Schön zum Türen bauen. Da ist eine Kiste. Da will ich rein. Nein, da sind Zombies drin. Kurz was snacken hier. Mal gucken, habe ich OBS angemacht? Ja, habe ich. Oh. Hi. Hi. Tschüss. Bei mir ist irgendwas lol. Okay. Der Hammer hat noch eine Special Move. Also ein Schmetterball wahrscheinlich. Ja. Ich brauche Leder, Leder, Leder. Leder, Leder, Leder. Ich wusste es. Leder gefunden? Nö, aber Mobs.
ganz viel. Und noch mehr Kakten. Kaktus, ne? Und ein Enchanted Goldapfel. Ja. Alter, was spawnst du einfach neben mir, du Hund? Der traut sich was. Amos nehme ich auch immer gerne mit, danke. Oben gab's nix. Oben gab's nix. Au. Oh. Also wenn du herausgefunden hast, wie man Leder herstellt, dann teil dieses Geheimnis bitte mit mir. Ich habe halt auch noch kein einziges Rezept dafür gefunden. Ich auch nicht. Ich habe die typischen Rezepte abgeschaut, aber das gibt's halt nur mit Technik. Wenn du es clean machst. Nix. Da ist so wieder ein Braustein, habe ich schon 3 Stück. Kohldon habe ich auch 3 Stück. Hier ist nix, okay. Und Ufenhaus ist auch nix. Ich wusste es doch. Da hinten ist irgendwo dann die Base. Okay. Sehe ich hier irgendwo eine Kiste drin? Oh. Okay, das werde ich never überleben. Ich kenne mein Glück. Mann, ich will den Verzauberungstisch da haben. Hast du etwa immer noch keinen? Nö, aber ich sehe einen, aber da ist eine Menge Tohuwabohu im Weg. Dann beseitige es. Ist mein Schwert auch noch kaputt? Oh, Darko. Aber das kenne ich. Da ist noch eine Kiste. Die leer ist. Alter. Oh! Hey, du bist doch Detlef! Mit dir haben früher zusammen Cola gesoffen. Ich habe 2 Lucky Hearts. Difficulty Fragezeichen. Ja, einfach mal machen. Diamond Horse Armor und ein Sattel. Ich habe im Grunde alles, was ich brauche. Ich kann jetzt Leder herstellen. Ich wollte gerade sagen, daraus kannst du Leder herstellen. Oh Gott, was lasse ich denn hier? Aber die ganze Maschine hast du, glaube ich, nicht, oder? Ich habe gerade mal ein Wasserrad. Ich habe das noch nicht mal aufgebaut, das Zeug. Was passiert denn mit dem Lucky Heart, wenn ich das zu mir nehme? Ich hatte zum Beispiel ein Curse Heart. Ja, ich habe ja ein buntes, was mir Difficulty, nee, Luck gibt, irgendwas. Genau, das Curse Heart war in dem Fall minus oder 10 Difficulty plus, was bedeutet, die Difficulty Stufe ist halt erhöht. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Und das kann halt. Warte, das ganze Haus ist voll mit Mobs. Ich muss das mal ganz kurz rausrennen. Meine armen Ohren.
Ja, so habe ich mich vorhin bei dir auch gefühlt. Ich habe mich aber erschrocken, du brüllst dauerhaft. Das ist gelogen. Da musst du mich leiser pegeln. Gibt's keine Tür? Alter, da sind bestimmt 30 Mobs jetzt drin in dem Haus. So, was wolltest du? Ich bin ganz ohr. Du kannst das ruhig machen. Kriegst halt entweder gute Difficulty oder schlechte Difficulty. Das ist ja ein Lucky, also es muss was Gutes sein. Nee, Lucky heißt in dem Fall Zufall. Ich hab beide hintereinander weggenommen und gar nichts. Ach, da unten, ja. Warte mal, Difficulty 7 stand gerade da. Ja, genau. Also, oh, aber alle Mobs sind weg. Hoffentlich. Bist du denn für ein Käferviech? Wie redest du von deinen Freunden? Das ist eine Kakerlake eigentlich. Also Darko, ich bin's gewohnt, dass du deine Freunde alles Mögliche nennst, aber Kakerlake? Oh nee. Wir sind immer noch Milliarden von Mobs. Jetzt darf ich die erstmal hier ausmerzen. Du willst mich doch verarschen. Ne? Oh, 25 Zombies gekillt. Nice. Nächste Quest abgeschlossen. Ach du Scheiße. Okay, ist das nicht ein bisschen rassistisch? Hier kam gerade ein schwarzer Mob. Der sah wirklich aus wie ein stark pigmentierter. Ich musste den umbringen. Du hättest einfach jeden umgebracht. Oh. Goldpferdearmor. Oh. Noch mehr Leder. Und noch ein dritter Eimer. Cool. Und Mobgeräusche neben mir. Was lasse ich denn hier? Den Kopf lasse ich hier. Rote Beete-Seeds. Brauche ich nicht. Noch nicht. Ich glaube, bei der war ich schon. Ja, bei der war ich schon. Dann ging es hier oben weiter mit den Milliarden von Mobs. Ja, und da kommen sie schon. Hey, was ist das denn? Wo kommt ihr denn alle her? Habt ihr kein Zuhause? Ich hab's gesehen. Ich hab ganz genau gesehen, wo ihr herkommt. Aus der Wand. Da ist euer Zuhause. So, jetzt nicht mehr. Was ist das denn? Power Crystal Shard Blau. Okay. Damit macht man diesen komischen blauen Handschuh. Die habe ich auch schon in Rot. Schon wieder, oh, noch eine Kiste. Und schon wieder ein Braustand. Und Brot und Äpfel. Oh, das nehme ich dankend an. Was lasse ich denn jetzt hier? Hier die Blöcke. Aber immer noch kein Leder. Also du kannst wirklich das Leder anscheinend nur... aus Sachen, die du findest, clean machen und herstellen. Ja, kann ja nicht sein. Ich habe ja die ganzen Sachen zum Herstellen. Noch nicht. Nee, deswegen ja die Städte, damit du dort zum Beispiel Sattel findest und die clean machst und dann Leder hast. Ja, aber ich habe ja Leder. Das meine ich ja. Ich habe das ja. Ja, aber woher? Ja. Dann hast du gecheatet. Ach Leute, ich möchte doch nur die scheiß Bücher abbauen.
Aber die wollen das nicht. Da rein Eisen, da rein XP-Botte, da rein Kohle, da rein Geld, da rein OP-Apfel, da rein Bullets kommen hier unten. Das kommt da raus, das klatsch. Ich habe 5 Ambosse. Ja. Das kommt da rein, das kommt da rein, die kommen da rein. Das alles kommt hier rein. Das da, die Pferderüstung da, Essen da. Flint and Steel kommt da raus. Das kommt alles da rein. So. Die Pfeile kommen auch da rein. Die kommen da rein. Der Sattel bleibt. Okay, Gold und Sattel werde ich definitiv klein machen. Leder. Automatic Dingsbums, Automatic Packing, nein. Sharp, nein. Crushing. Milling. Ich kriege 4 Stück raus, da kriege ich auch 4 Stück raus. Da kriege ich noch Gold mit raus. Ich müsste tatsächlich das hier machen. Was? Klang nicht so erfreut. Elektron-Tube. Poliertes Rosenquarz. Kriegt man aus Rosenquarz. Macht man aus Redstone und Netherquarz. Hab ich. Irgendwo. Da 5 Stück und 24 Blöcke, die ich nicht klein machen kann. Wow! Darko, du musst in den Nether noch. Ich bin noch lange nicht da, wo du bist irgendwie. Ich bin gerade mal beim Wasserrad, damit ich überhaupt die Maschinen benutzen kann, die noch kommen. Ich muss die Base safe bauen, es geht nicht anders. Das ist mein A und O jetzt erst einmal. Deswegen ja, ich muss echt in Never, ich muss mir einen von deinen komischen Dingern mal besorgen. Was für komische Dinger? Ich hab ja noch immer keinen guten Aufstieg zu meinem Teil da oben. Ach so. Kommt der wieder zu mir? Hast du Weizen? Willst du mich verarschen? Da unten sind 4 Stück drin, nimm raus. Also besser ist gar nichts. Falsche Höhe. Eik, du bist ein Held. So. Nee, warte mal. Das kommt von der Seite, das kommt von hinten, der Ofen kommt direkt an die Wand. Kiste da und ja, eigentlich dahin, die ich jetzt nicht öffnen kann. Schön. Aber da der Quark hier eh alles umgebaut wird, passt das. So. Das kommt alles da rein. Das heißt, ich darf gleich in den Nether gehen. Das sind Baumaterialien. Und ich habe keine Kiste mehr. Ich brauche Holz, ganz kurz.
Das wollte ich nämlich vorhin fahren, wo die ganzen Golems gekommen sind. So. Oh nein! Was? Da ist jemand auf zu dir unterwegs. Ich hab's gerade mitbekommen. Rab, rab. Rab, rab, rab. Alter, hast du mal auf mich im Haus zu hauen? Wash! Rab, rab, rab. Alter! Ey, das kannst du Kem erzählen, was die hier für Geräusche von sich geben. Ey, der wartet, er wartet aber jetzt nur, bis ich rauskomme. Der kleine Drecksack. Da hat jemand eine Nachricht bekommen. Ja. Ja, du. Hat man das Handy vibrieren gehört? Ja. Okay, ja, ich habe wirklich eine Nachricht gekriegt. Ich werde nicht erzählen, von wem die war. Au, oh, meine Ohren, mal wieder. Das, da kann ich mich ehrlich gesagt nicht zurückhalten. Das, tut mir auch ein bisschen leid, das, aber... Bist du etwa im Nether gegangen? Nein. Mich hat irgendwas von der Mauer runtergeschubst. Auf der ich gerade einen Mutant gekillt habe. Warum baust du dir jetzt nicht eigentlich selber einen Gang nach unten, sondern kommst immer zu mir gerannt? Warum nicht? Ja, du farmst mir meine Dias hier unten ab! Was soll denn das? Ehrlich gesagt nicht, ich habe bisher nicht so wirklich das Glück gehabt. Also wenn ich mir die ganzen Gänge gerade hier angucke, die du gemacht hast... Ja, also... Ja... Da versucht jemand bei mir alles abzuernten. Scheiße, welcher Weg führt nach unten? Der hier. Genau. Ja. Und erstmal runter. Niemand hat was gesehen. Ah, jetzt habe ich auch so eine Heilkammer. Ich habe eine Granate. Ja. Und da ist schon wieder so ein Skelettwurm bei mir. Und da haben wir jetzt ja mal voll cool. So. Ja, aber der Attack-Speed ist sau lahmarschig. Ja, klar, aber so einmal so richtig reinballern und dann switchen zum Schwert ist vielleicht. Nee. Wenn du auf eine andere Waffe switchen tust, ist doch hier dieser Cooldown. Der fängt dann wieder bei 0 an. Ja, gut, stimmt. Der fängt dann wieder bei 0 an. Höhe 16. Okay. Ah, hier ist mein Gang von vorhin. Oh, kann ich das Netherrack erstmal einsammeln? So, ich gehe jetzt ein letztes Mal nochmal nach Leder suchen. Und sonst war es das für mich heute.
zeigen. Ah, Wiener meintest du, hattest du schon mal gefunden. Ja, zwei Gockel. Aber komischerweise die Gockel legen, Eier. Dann müssen die sich auch fahren können. Haben sie nicht gemacht. Bär, du bist nicht nett. Gar nicht nett. Menschen, Skiddies, Bär, was fällt dir denn ein? Lava. Oh oh. Hast du das Gebirge hier gesehen? Nein, ich bin gerade nicht in Overworld. Alter, ist das hoch. Na, ich weiß gar nicht. Bei uns im Plant ist nicht drauf. Okay, ich habe 1000 Hühner. Schon mal eine. Und ich habe normale Hühner für ein Ei. Ich habe Ancient Debris gefunden. Hm. Ja, warum nicht? Ja, aber nur eins. Der soll es ganz. Und ich finde ganz viel Lava. Oh, meine Dierhacke ist broke. So. Und ich habe mein Inventar voll Netherrack. Also, das mache ich lieber nicht. Ich wollte gerade einen Bienenstock abbauen. Da war ich aber. Ach, das ist ja auch eine Quest. Fackel drunter platzieren einfach bloß. Was? Echt? Ja, Fackel oder halt so ein Lagerfeuer. Und Lagerfeuer, das tust du ganz schnell aus den Ressourcen craften, die es hier in der Oberwelt gibt. Fackel, Fackel, Fackel. Ich merke mal einfach mal den Spot, sondern erstmal ein bisschen Honig sammeln. Leder, 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 Leder. Und für. Aber ich habe doch einen kleinen See vorm Haus. Hier, so ein kleiner Tümpel. Ich brauche Fisch! Und warum blubber ich die ganze Zeit? Kein Effekt oder so. Ja, jedenfalls keinen sichtbaren. Hey, Quest abgeschlossen. Zwei Quests abgeschlossen, weil ich diesen anderen Fisch gleich direkt hab. Catch a fish with a rod. Was? Fang einen Fisch mit der Angel. Nee, mit einem Eimer. Soll das jetzt? Du sollst eh einen Eimer haben. Da ist auch ein Fisch im Eimer abgebildet, tatsächlich. Ah, okay. Da. Angel, da. Ich hab keine Dias mehr. Schön. Ich hab kein Leder mehr gefunden. Okay. Letztes Mal, dass ich jetzt einen Elefanten hier umballer. Ja, irgendwie haben die auch nichts mehr gedroppt. Die droppen auch nichts. Die droppen nicht mal irgendwas zu essen. Kannst du nicht woanders die mal anfangen. Wow, der hat Charts gedroppt. Fischi, Fischi, Fisch, Fisch, Fisch.
Bleib. Hab dich. So, dann fehlt hier nur noch die Ausrüstung und Emeraldo und der Quark. Gut. Hier komm, ich lass dich wieder frei, Fisch. Ich bin nicht so. Ist das eigentlich mit Öffnungszeiten? Nur wenn du streamst, oder? Ja. Okay. Ich will nicht wissen, wie die Mob-Horden aussehen, wenn ich den Server 24/7 anlasse. Ja, wo ich dachte eigentlich, die passen sich unserer Stärke an. Nee. Aber. Na gut. Ich könnte aber noch Blattboden nachträglich draufschmeißen, Darko. Aber das wird ein Spaß werden, dann den Quark hier zu schneiden. Weil ich das ja nicht auf Stunden, sondern auf 30 Minuten Parts schneide. Ja, ich glaube, das geht eigentlich. Ja, ich bin jetzt bei 4 Stunden, das sind 8 Folgen. Boah, das sieht geil aus mit den weißen Augen bei den Zombies. Ja, ich kann mich da ja nicht so einfach hoch reinbauen. Gut, ich verabschiede mich erstmal. Wir hören uns ja morgen sicherlich. Jo. Dann mal weiter schauen. Erstmal schönen Abend. Ciao, ciao. Alles klar, tschüss. Oh, eine Enderperle, nice. Nix. Da ist schon wieder ein Verzauberungstisch. Und hier oben ist nix. Au. Ich will doch nur Leder. Habe ich das da hinten gerade richtig gesehen? Da ist ein Dorf. Ein Dorf in der Stadt. Oh, großes Dorf. Okay, jetzt muss ich looten. Okay, das sieht auf jeden Fall geil aus. Zuckerrohr. Dann nehmen wir gleich nochmal Sand mit. So. Oh, Melone. Alles mitnehmen. Jetzt kommt mein Looterherz zum Vorschein.
Ah, das kann ich noch nicht abbauen. Ich will erstmal wissen, ob hier Villager drin sind. Nö. Also abgebaut. Das ist wirklich ein großes Dorf. Holy shit! Warte mal, was? Charan. Okay. Warum wollt ihr nicht traden? Ich sehe zwar, dass ihr keinen Beruf habt, aber ja. Ich habe Melonen für euch, die ich euch gerade geklaut habe. Oh, Kiste. Ich kann die nicht abbauen. Shit. Aber gleich. Oh, es tut mir leid, immer noch für die Nebengeräusche. Noch eine Eimer. Yay. Weiz nehme ich auch mit. Das war keine Absicht. Scheiße. Och nee. Och, jetzt werden die Trades schlechter. Oh fuck. Das wollte ich eigentlich nicht. Oh. Nein! Ich hab dich kommen hören. Du bist ja nicht gerade leise. Okay, ich glaube tatsächlich, die Berufe sind hier ausgeschaltet. Weil, ne? Rein theoretisch, die hätten Berufe jetzt haben müssen. Naja, ich brauche erstmal nochmal einen Stein. Lass dich nicht stören, Edward. Ich untermauere nur kurz dein Haus. Ja, gut, das war's mit Untermauern. Machen wir das halt so. Müsste rein theoretisch ja ausreichen. Weg hier. Wo war denn das Teil? Nein, da nicht. Nein, da auch nicht. Nein, hier auch nicht. Da auch nicht. Hä? Da auch nicht. Hä, wo war denn jetzt der Schleifstein? War der da hinten? Ne, bei dem war ich ja gerade. Ach, hier drin war er. So.
Oh nee, das ist so ein Gollum. Die können weg. Der kann weg. Das kann weg. Das bleibt alles. Kann es sein, dass hier schon mal einer war, weil hier extrem stark ausgeleuchtet ist? Oder war ich das aus Versehen? Wer weiß. Aber gut, ich werde jetzt gleich noch ein Päuschen machen. Ich muss mich schon irgendwo safe hinstellen. Ernsthaft. Vor meiner Nase. Und dann ist die Kiste auch noch leer. Der hat ein Schwert! Was ein Arsch! Jetzt lass mich doch mal in Ruhe! Ich will nur einen scheiß Platz haben, wo ich mich safe hinstellen kann. Ach komm! Okay, da ist ein Flieger. Verstopfung. Wo kann ich mich denn safe stellen? Hab ich was zum Bauen? Nicht wirklich. Shit, shit, shit. Du. Hä? Ist er doch wieder da? Du bist ja doch wieder da. Lass mich raten, hast du keine Zeit? Doch, aber der muss sich das Spiel erst runterladen. Wo ich mir denke, willst du mich jetzt ganz verarschen? Ja, ich habe nicht mal gesehen, dass du gejoint bist. Ich habe nur gesehen, dass es halt ein Leck gab. Ja, ich stelle mich sowieso gerade safe hier hin, weil ich will erst wahrscheinlich eine Rauch und kurze Pause machen. Na, okay. Und mal wieder meinen nächsten putzen, also bis gleich.